Hallo meine Freunde des gepflegten Fußballs und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe unserer Managerkarriere beim großartigen Traditionsverein, dem FC Liverpool. Und ich bin extra zum Spielplan gekommen, damit man direkt zu Beginn noch sehen kann, wie unser Restprogramm aussieht. Also, jetzt das Heimspiel gegen Southampton zu Hause. Gucken wir jetzt erstmal nur auf die Premier League. Dann auswärts gegen Stoke, zu Hause gegen Burnley. Also drei Gegner, wo man überall ein Favorit sind, vor allem bei Stoke und Burnley schon fast entflüssig ist. Auch Southampton, aber die haben halt eine gute Saison, wie man zurzeit sehen kann, am 6. Tabellenrang. Und ja, danach kommt Manchester United auch zu Hause und auswärts der AFC Bournemouth. Das ist ein mehr als machbares Restprogramm, aber man muss es erstmal schaffen, ne? Der Vorteil, wir haben drei Heimspiele, müssen an sich nicht jedes Spiel gewinnen, um es zu schaffen. Aber wir müssen jetzt mal auf die Konkurrenz gucken. Wenn wir alle Spiele gewinnen, dann sind wir auf jeden Fall mindestens Vierter. Ne, sogar Dritter, genau. Wir sind auf dem dritten Tabellenrang. Gut, und dazwischen natürlich noch das Rückspiel in Paris, wo es ums Halbfinale der Champions League geht. Also, einiges zu tun. Ja, das Hinspiel leider 2:2, war die letzte Folge. Ja, wir haben 2:0 geführt. Na gut, zum Glück nur ein bis zwei Tage. Dann leider innerhalb von 6 Minuten das Spiel komplett aus der Hand gegeben. Habe nach dem 2:1 auf Kontrolle gestellt. Vielleicht ein bisschen zu spät, aber auch danach kam dann direkt das zweite Gegentor. Weswegen ich dann direkt wieder auf Angriff gestellt habe. Aber am Ende hat es leider nicht mehr gereicht zu einem Sieg. Wird nicht einfach, aber wir werden es versuchen. So, für Tagesgespräche. Ja. Gut. Neuen Vertrag. Gerne ein bisschen länger. Na kommt. Ein Jahr mehr. Ist das zu viel verlangt? Okay, dann halt so. Na gut. Dann habe ich es halt um 3 Jahre verlängert bis 2021. Ich habe sogar mein Gehalt runterverhandelt. Von 5 auf 4,7 und mein Prämie in der Champions League auch um 100.000 gesenkt. Okay, das war jetzt schlecht verhandelt. Na gut. Sei es drum. Bisschen blöd. Aber das ist jetzt auch nicht so wichtig. Wobei das Grundgehalt ist, soweit ich das weiß, hier ein Faktor, an sich ist das ja egal, wie man verdient, bringt ja nichts, aber dadurch überlegt es sich der Vorstand zweimal einen zu entlassen, sagen wir es mal so. Denn je höher das Gehalt, desto höher auch die Abfindung sozusagen. Das Scouting Meeting José Espino. Nein. In 8 Tagen wird er auch nur 18, also nee. Bin ich nicht mit einverstanden und zufrieden. 44,5, das ist mir zu viel, sorry. Lukaku. Interessant, aber wollen die auch nicht verkaufen. Milik schon. Ja, gerne. Auch nicht allzu teuer. Oh. Aber wir haben halt kein Geld, wir müssen auch die Saison abwarten. Bis wir neue Budgets kriegen. Komm, irgendwas scouten. Nein, für die Summe nein. Okay, wir haben noch keine Budgets. Beziehungsweise uns aktuell, das ist nicht unbedingt sehr hoch, knapp unter 18 Millionen, da können wir uns auch einen Arkadiusz Milik nicht leisten. Tottenham gegen West Brom, nur 0:0, oh. Überraschend, und Stoke gewinnt 2:0 gegen Chelsea, das sind jetzt 6 Punkte. Also seien wir mal ehrlich, wenn wir das jetzt noch aus der Hand geben,
dann erkläre ich mal Rücktritt. So. Müllner erstmal raus. Geschont wird heute Matip. Und Gomez kommt für Klein. Henderson für Grujic mal wieder rein. Der Marco, ne? Unfassbar. Mit 7 Scorerpunkten. Henderson nur 4. In 46 Spielen. Oh, unfassbar, wie viele Spiele, oder? Hier 33 für Mignolet, 18 für Karos. Das sind insgesamt 51 Pflichtspiele. Jetzt kommt Pflichtspiel Nummer 52. So viele Pokalwettbewerbe. Dann noch in die Liga. Das ist unfassbar einfach. Man muss einfach einen breiten Kader haben in England. Anders geht's kaum. So, die Mannschaft steht, ne? Wobei Mané. Naja, Mané kann dann zur Pause raus. Aber ich würde gerne mit ihm beginnen. Sehr gerne sogar. So. Bin ich mal gespannt, ob wir die Patzer der Konkurrenz ausnutzen können. In Sachen Meisterschaft, ja, da müssen wir uns mal gucken. Da hat man ja sogar ein Spiel weniger. Wenn vielleicht morgen spielen oder später am Tag. Manolo Gabbiadini, Juanpi. Vorbei. Schön auf Gunpi. Gabbiadini, aber Van Dijk klärt. Souverän. Ich mach mal ein Direktpassspiel. Der Co-Trainer oder wer auch immer die Anweisung oben zeigt, beziehungsweise die Vorschläge gibt, sagt Kurzpassspiel, aber ist der Cheftrainer, sagt Direktpassspiel. Mario Lemina. Kein Problem für Mignolet. Gut aufgepasst von Firmino. Jetzt geht's nach vorne. Sturridge. Chana. Spielt der Robertson auf der linken Seite? Den wir verkauft haben. Coutinho, Coutinho, Coutinho. Mané. Oh. Hat auch wie gemacht. Ja, Andrew Robertson. Unser Robertson, ne? Ja. Oh, schön. Na, hoffentlich heute mal mit einer schlechten Leistung. Schön auf Henderson. Sturridge. Och, Sturridge. Der ist wirklich... Ach. Nicht unbedingt der torgefährlichste Mittelstürmer. Zumindest nicht in diesem Jahr. An sich hat er ja die Qualitäten. Dusko Tadic. Guter Abschluss. Gute Parade, Mignolet. Henderson. Also das hat Grujic besser gemacht, Henderson. Oh, spielen. Vielleicht noch mehr Pressing. Wieder über rechts. Emre Can, Emre Can. Millimeter. Ja, Gomez. Angeschlagen, kann aber weiterspielen. Okay. Trotzdem tust du ihn gleich zur Pause raus. Ach, Müller habe ich nicht auf der Bank. Schade. Gut, dann halt Klein wieder. So ein bisschen mehr Torgefahr würde ich mir wünschen. Also von uns, nicht von Southampton, ja?
nicht so einfach gegen die. Sturridge, das muss er nutzen, das nutzt er. Oh. Danke, Daniel. Oh, ganz wichtig. Anderson. Vielleicht ein Doppelschlag. Würde ich feiern. Van Dijk. Eckball, ah, okay. Coutinho über rechts Sturridge. Die nächste Riesenchance. Oh oh, das könnte gefährlich werden. Viele Männer, die da vorne sind. Van Dijk, Weltklasse. Einfach mal kurz seinen rechten Fuß oder seinen linken Fuß kurz mal so dazwischen gehalten. Und schon hat man den Ball und kann schön gemütlich kontern. Henderson. Sturridge. Auch irgendwann musst du auch mal die Chancen reinmachen. Klar, du hast ein Tor gemacht. Aber an sich ist deine Chancenauswertung ausbaufähig. Schön, mal kurz hin. Wesley Hood, Holt. Der Holländer klärt aber. Manolo Gabbiadini ganz alleine vorne. Holt aber einen Eckball raus. Mann. Lemina. Was für eine Parade von Mignolet. Wow. Das war Weltklasse. Mit der linken Hand noch irgendwie rangekommen. Coutinho dribbelt durch. Chamberlain, Chamberlain. Links ist wieder Sturridge. Also rechts. Nein, ich habe keine Links-Rechts-Schwäche. Nein, nein. Noch 20 Minuten. Das Spiel bleibt eng. Ein Sieg wäre schon fast die halbe Miete in Sachen Champions League Qualifikation. Schön gesehen. Ah. Emre. Oh, zu viele Distanzschüsse. Anderson, schön raus auf Coutinho. Chamberlain, das Spiel ist entschieden. So. Zehn Minuten, 2-0 vor. Heimspiel, das lassen wir uns nicht mehr nehmen. Das wären ganz wichtige 3 Punkte für uns. Aber so wichtig. Das sind jetzt 6 Punkte. Auf Jay-Z.
Warte, sind 6 Punkte? Ne, es sind 9 Punkte, aber es mindestens 6. Weil die ein Spiel weniger haben, genau. Also sag mir so, wenn Chelsea verliert, dann, ja, dann sind wir qualifiziert. Das war auch nicht rechnerisch, aber wir würden ja kaum jedes Spiel verlieren, vor allem nicht gegen die Gegner. Sturridge, links, genau. War der angekommen. Ah, wir haben gewonnen. 2-0, perfekt. Gut. Das war's dann für heute und in 2 Tagen geht's dann weiter mit dem Auswärtsspiel in Paris, wo es dann entschieden wird, ob wir es schaffen bis ins Halbfinale. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Hinterlasst wie immer gerne eine positive Bewertung. Macht's gut, meine Freunde. Ciao.